Servus Leute, Matej am Start im Performance Coaching. Performance Coaching ist in Hainburg seit 2023 nur in Hainburg exklusive Betreuung für deine Ziele am Start. Heute habe ich ein richtig, richtig cooles Thema, sehr interessantes Thema, was sich in den Gesprächen mit Kunden hier im Performance Coaching, aber auch draußen auf der Trainingsfläche mit verschiedenen Mitgliedern aus Fitnesskonzept ergeben hat. Und das würde ich gerne auch hier online besprechen wollen. Zum Beispiel, Thema Ernährung ist ein sehr großes Begriff. High Carb, Low Carb, Low Fat, Keto, Vegan, Vegetarisch, Schieß mich tot, alles Mögliche. Diese Influencerin macht das. Entschuldigung, der Schauspieler ernährt sich so, der Fußballer isst so, der Cristiano Ronaldo isst so und. Erstmal ist es ganz wichtig, wir müssen uns so ernähren, entsprechend unseren Bewegungen im Alltag, entsprechend unseren Zielen und das, was wir tun. Also wir sind das, was wir tun. Und so müssen wir uns ernähren. Das bedeutet, wenn ich im Büro sitze, wenn ich ein Unternehmer bin, einmal oder zweimal die Woche joggen gehe für 20 Minuten, dann muss ich mich dementsprechend auch so ernähren, weil ich kann ja nicht die Berge an Kohlenhydraten und schlechten Fetten und Zuckern zu mir nehmen, weil ich das nicht verbrauche. Also dementsprechend Performance-Motto bei Matej Bogdanovic: Du bist das, was du tust, und dementsprechend solltest du dich ernähren. Was wollte ich aber damit sagen mit diesem Thema Ernährung? Das größte Problem bei sehr vielen sind diese Ernährungsgewohnheiten, Umstellungen, Routine und so weiter. Das ist der schwierigste Part in dieser ganzen Fitness- und Gesundheitsszene. Training funktioniert meistens, aber Thema Ernährung ist ganz wichtig. Wie ihr eure Routinen, Gewohnheiten brechen könnt, ändern könnt, verbessern könnt, ist, indem ihr zum Beispiel zu Hause nicht mehr im Kühlschrank alles zur Verfügung habt, was euch nicht gut tut. Zum Beispiel Milchschnitte, Eis, Schokolade, Proteinpuddings mit Zucker. Also Proteinpuddings, falsch. Nicht Proteinpuddings, sondern die anderen Puddings, die nicht proteinhaltig sind, verschiedene Riegel, verschiedene fettige Aufschnitte oder in ganz normalen Schrank verschiedene Süßigkeiten, Chips und. Weil wenn ihr das schon da habt, dann ist es natürlich sehr, sehr, sehr schwer, dem zu widerstehen. Weil wenn ihr Hungerattacken habt, gestresst habt oder keinen Bock mehr habt auf den Tag, weil irgendwas passiert ist, dann greift ihr dazu definitiv zu. Und deswegen ist es wichtig, diese Routine zu ändern. Okay, wir wechseln bzw. tauschen die Lebensmittel, die Nahrungsmittel, die uns hindern, an unser Ziel zu kommen. Wie zum Beispiel einen Pudding mit Proteinpudding zu tauschen. Ganz einfach, gibt es in jedem Supermarkt. Super einfache Sache, habe ich auf meinem Instagram-Account oft thematisiert. By the way, ihr könnt ja auf Matej Bogdanovic Instagram-Account vorbeischauen und mir da folgen. Da kommen aktuelle Stories aus dem Alltag mit den Kunden und so weiter. Einen Riegel, Kinderpinguin, Maxi King, Milchschnitte oder verschiedene Schokis, Mars, Twix kann ich mit einem Proteinriegel tauschen. Ja? Jeder Proteinriegel ist besser als dieser normale Riegel. Selbst wenn wir diese Snickers, Mars Proteinriegel nehmen, haben wir wenigstens ein bisschen mehr Eiweiß und deutlich weniger Zucker. Und darauf kommt es an. Wenn wir da sparen können, wenn wir die Leitgetränke in den Kühlschrank einbinden, ja, vorausgesetzt Wasser ist natürlich das Beste, was es gibt, ja, aber ich kann doch die Liter Cola austauschen mit einem Liter Zero Cola oder Eistee mit einem Zero Eistee, weil ich spare dadurch sehr viel Kalorien.
Letztens habe ich auf meinem Instagram-Account in dem Vergleich Zuckergetränk und Zero-Getränk einfach aufmerksam gemacht, dass es mit einem Liter Getränk, in diesem Fall war das, glaube ich, der Eistee, ein Liter tanke ich 65 Gramm Zucker. Ein Liter ist sehr schnell getrunken. 65 Gramm Zucker ist bam, sehr schnell im System. Damit das nicht passiert, Leute, tauscht doch einfach die Produkte aus. Das wird euch super viel helfen und dann könnt ihr damit schon gewisse Gewohnheiten abändern und langsam in die Routine kommen. Mein Motto ist lieber etwas einmal bis zweimal die Woche kontinuierlich nachhaltig zu machen, anstatt viermal oder fünfmal die Woche einen Monat lang durchziehen und dann kommt der Motivationspunkt bzw. die Schwankung und dann gehe ich nicht mehr ins Training, dann setze ich nicht mehr in die Ernährungsplanung, weil einfach nicht geklappt hat. In diesem Sinne, haltet euch mal da dran, probiert es aus, tauscht die Nahrungsmittel, die Lebensmittel aus. Mit Zero-Getränken, mit Light-Essen, Leicht-Frischkäse, Aufstrich mit Low-Fat, ja, der hat mehr Eiweiß sogar und weniger Fett, bis zum Aufschnitten, Riegeln und verschiedenen Sachen. Und gerade bei Getränken könnt ihr sehr viel Kalorien sparen. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche noch Fragen habt oder ich habe euch jetzt ein bisschen getriggert, um euch zu bewegen und eure Gewohnheiten zu ändern, Ernährungsgewohnheiten umzustellen, dann spricht mich an. Mein Coach Jonas und ich sind für euch da, hier im Performance Coaching in Hainburg. Und dann können wir loslegen mit einem exklusiven Coaching. Egal, ob du Unternehmer, selbstständig, Unternehmerin, Handwerker, Handwerkerin, Führungskraft, Sportler, Leistungssportler, Frau, Kind, Mann, also verschiedene Persönlichkeiten trainieren hier bei uns und viele machen das richtig vor, wie man es machen kann. In diesem Sinne, probiert es, meldet euch bei uns und folgt mir auf Matteo Danovic in Instagram. Das ist der Basic-Kanal, wo alle Infos zum Thema Performance-Coaching auch kommen. Und ich würde mich freuen über euer Feedback. In diesem Sinne, wir sehen uns. Macht's gut.